Sehr verehrtes Präsidium, sehr verehrtes Kollegium, Frau Schellhammer, also was Sie hier gemacht haben, ist das, was man in der Jugendsprache Rumopfern nennt. Sie haben sich zum Opfer stilisiert und Nebelkerzen geworfen. Es wundert mich, dass ich überhaupt noch auf die Bänke gucken kann. Hier müsste eigentlich eine Nebelwand stehen. Sie haben Steuergelder für Parteizwecke missbraucht. Das ist Fakt. Und darüber müssen wir reden. Und Sie haben auch damals rumgeopfert, die Grünen, bei der Besetzungs- und Beförderungsaffäre in den zwei Filzministerien, den zwei Grünen geführten. Dort haben Sie dieselbe Strategie angewendet. Ein Ministerium, das Spiegelministerium, was vom höchsten Richter gerüffelt worden ist, weil es Gesetze hinsichtlich der Abschiebepraxis nicht eingehalten hat. Zur Sache konkret. Das Spiegelministerium hat Facebook-Werbung per Micro-Targeting gezielt auf Menschen ausgespielt, die Bündnis 90-Die Grünen als Interesse angegeben hatten und damit einen Multiplikationseffekt erzielen wollen. Und das über Jahre und insbesondere vor Wahlen. Das ist relevant. Das ist insbesondere deshalb relevant, weil wir wissen, dass der Wahlkampf sich insbesondere mittlerweile virtuell abspielt und in den sozialen Medien. Und Sie haben es im Prinzip durch einen Zwischenruf aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist die Sache aufgedeckt worden, von interner Revision und divers und interdisziplinär besetzten Untersuchungsgruppen. Das ist auch eine Nebelkerze. Sie mussten im Prinzip zur Untersuchung dann gedrängt werden, als es im Prinzip in der Öffentlichkeit schon stark präsent war. Was haben wir gesehen? Die Werbeanzeigen, die in der großen Anfrage der Freien Wähler zu sehen sind, sind eine Personality-Show. Feldhamsterschutz, Fahrradliebe, Klimawandel. Natürlich ließen sie die apokalyptischen Reiter auch durchs Netz schweifen. Und immer im Mittelpunkt Frau Spiegel als Retterin, als Gönnerin, als im Prinzip Lichtgestalt grünen Wesens. Bei dem Werbespot Hochwasser haben sie weitere Nebelkerzen geworfen. Sie haben insinuiert, es handelte sich hier um ein Ereignis, was im Prinzip gar nicht vorhersehbar war, was vom Himmel gekommen ist, und haben sich so quasi mit Steuergeldern medial aus der Verantwortung gestohlen. Das Werbeformat Staatssekretär sehe ich allerdings als passend an. Wir wissen ja, beide Ministerien waren Jobbörsen für Parteibuchqualifizierte, die sonst im Leben wenig Chancen hätten auf dem normalen Arbeitsmarkt. Von daher, wie wird man Staatssekretär? Das Parteibuch reicht, die Grünen zeigen es uns im Werbeformat. Dann 5-Sterne-Power-Frühstück, Zucchini-Schiffchen. Wer bisher gedacht hat, dass Essen Privatsache ist, das grüne Spiegelministerium hat ihn eines Besseren belehrt. Auch dafür sind Steuergelder draufgegangen, auch damit wurde die Anhängerschaft mobilisiert. Zum Schluss möchte ich noch mal Lux Alfi zu Wort kommen lassen. Er auch in diesem Spiegelkabinett als nettes Maskottchen hat er auch noch mal das hohe Lied der grünen Politik gesungen. Es waren nur 10.000 Euro. Ja, es waren nur 10.000 Euro. 10.000 Euro, die aber für den Stimmenfang, systematisch für den Stimmenfang eingesetzt worden sind. Und deshalb ist die Frage berechtigt. Ich blicke nach Österreich. Hier hat ein Ministerium auf offenkundig, und das muss untersucht werden, kriminelle Weise Steuergelder des Ministeriums eingesetzt, um für die Partei, für die ÖVP Stimmung zu machen und Wählerakquise zu betreiben. Deswegen muss die Frage gestellt werden, auch heute, auch dafür ist auch dieses Gutachten, denke ich, da, wie viel Kurz steckte in Spiegel? Diese Frage musste beantwortet werden. Diese Frage muss beantwortet werden, denn wer so mit Steuergeldern umgeht, wer die Steuergelder, die einem Ministerium zur Bearbeitung zuerkannt worden sind, für die Wählerakquise einsetzt, das muss untersucht werden, ob das nicht ein System hat. Und das ist ein Tabubruch, was Sie gemacht haben, ein absoluter Tabubruch. Und wir werden diesem Antrag zustimmen. Wir werden diesem Antrag zustimmen. Wir sind auf eine Untersuchung gespannt. Es hatte System. Hier wurden Gelder eingesetzt vor Wahlen für den Stimmenfang, Gelder aller Bürger. Und
Wir müssen untersuchen, ob das System hatte, und wir müssen uns damit auch weiter beschäftigen. Und deswegen sind wir an der Aufklärung interessiert. Wir werden zustimmen. Vielen Dank. Also, wir lassen uns doch hier keinen Knopf an die Backen nähen. Es ist doch ganz klar, dass diese Zielgruppe, dieses Micro-Targeting einen Multiplikatoreneffekt erzielen wird. Hier soll eine Person, die ja auch natürlich eine Parteifunktionärin ist im Prinzip und eine Galionsfigur, einer Partei ins rechte Licht gerückt werden mit zahlreichen Werbeformaten, die sozusagen naturökologisch anmuten, aber im Prinzip personalisierte Werbung sind. Und Sie wollen damit einen Multiplikatoreneffekt erzielen und 10.000 Euro im Wahlkampf oder quasi im Vorfeld des Wahlkampfs für eine Dauerwerbung, wo wir wissen, das wird geteilt und so weiter und so fort, das ist schon relevant. Das ist schon relevant. Das ist einfach relevant. Hier werden Steuergelder für platte Wahlwerbung wurden ausgegeben. Erzählen Sie uns doch nichts vom Pferd. Und das muss mal festgestellt werden. Und wir können natürlich über Regularien reden. Wir müssen da auch sicherlich den einen oder anderen Flock einrammen. Aber der Fall ist doch einfach zu klar, dass wir uns hier von solchen Ablenkungsmanöver irritieren lassen sollten. Hier wurde Unrecht begangen. Und es ist im Prinzip auch egal, ob das jetzt 10.000 Euro waren oder 5.000 oder 50.000 Euro. Das hatte System. Und das muss man einfach sagen. Gerade die Parteien, die eben darauf ausgelegt sind, jetzt immer mehr Wahlkampf auch im virtuellen Raum zu machen. Die müssen da sensibel sein an diesem Punkt. Und hören Sie einfach auf, weiter rumzuopfern. Vielen Dank. Musik.